Liebe Mitchristen, schön, dass wir uns wieder hier in St. Theresia, zumindest übers Internet, treffen können. Ich freue mich, dass ich viele positive Rückmeldungen bekomme und dass unsere virtuelle Pfarrgemeinde gewachsen ist. Die Feiern, die ich mit Ihnen halten möchte, sollen nicht nur ein schlechter Ersatz sein, sondern vielleicht auch neue Wege aufzuzeigen, sich dem Glauben und Gott zu nähern. Heute feiern wir den Weißen Sonntag. Dieser Sonntag möchte uns vermitteln, Gemeinde lebt vom gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Christus. Gemeinsames Gotteslob, Gottesdienst ist dafür nötig. Aber auch gemeinsame Aufgaben. Freilich, das ist genau der Punkt, wo wir derzeit sehr deutlich das Defizit wahrnehmen. Alleine fällt es uns sehr schwer, den Glauben zu leben und zu verwirklichen. Versuchen wir es trotzdem. Suchen wir miteinander neue Wege, neue Kreativität und lernen wir neue Sichtweisen. Dass uns das gelingt, dazu wünsche ich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater, und die Gemeinschaft des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich kann Sie heute im Gegensatz zu einer normalen Messfeier mitnehmen. Mitnehmen zu einem Ausflug auf dem Hämmerberg, um Ihnen ein wenig diesen Weißen Sonntag zu erklären. Hier am Hämmerberg, wo es schon vorher ein Pilgerheiligtum gab, entstanden im 5. Jahrhundert mehrere Kirchen. Sowohl die arianischen als auch die römisch-katholischen Christen bauten ihre Heiligtümer, Bischofskirchen, aber auch Gemeindekirchen. Damals wurden Menschen, die katholisch werden wollten, nach einer Vorbereitungszeit der Katechumenerzeit als Erwachsene getauft. Zu diesem Zweck gab es in den alten Kirchen ein Baptisterium. Getauft wurde in der Osternacht. Die Täuflinge stiegen in das Taufbecken und wurden untergetaucht. Heute noch wird im Jordan diese Form der Taufe oft auch als Touristenattraktion praktiziert. Der alte Mensch stirbt und der neue Mensch, der Christ, steigt aus dem Wasser. Danach wurde den Neugetauften, so wie hier bei einer Taufe von älteren Kindern, weiße Kleider angezogen. Dieses Kleid soll dir ein Zeichen sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und Christus angezogen hast. Ein äußeres Zeichen also, dass man jetzt zur Gemeinschaft der Getauften, der Kirche, des Volkes Gottes gehört. Nach der Taufe zogen die Neugetauften, die bisher nur in die Vorhalle durften, erstmals in die Kirche, um bei der Osterliturgie teilzunehmen. An der neu geweihten Osterkerze durften sie dann ihre eigene Taufkerze entzünden und sich zusagen lassen, dass der Auferstandene nun auch ihr Leben prägen und ihnen ewiges Licht zusagen möchte. Die Tradition zeigt, dass viele das weiße Kleid bis zum Sonntag nach Ostern trugen, um zu zeigen, dass sie jetzt zur Gemeinschaft derer gehören, die auf Christus vertrauen und mit ihm unterwegs sind. Von daher kommt auch der Name Weißer Sonntag, der uns auch besonders an unsere Taufe erinnern soll. Freut euch und dankt Gott, dass er euch zu sich gerufen hat. Ihr seid Kinder Gottes und Erben seiner Herrlichkeit. Halleluja. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge dich
Als Christen sind wir eingeladen, Gott in diese Welt zu tragen, verlängerte Arme Gottes zu sein, seine Stimme in dieser Welt. Freilich, oft versagen wir dabei auch und so dürfen wir miteinander, und ich lade Sie ein, auch selbst mitzubeten, Gott um Vergebung bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er nehme von uns alles Versagen, alle Sünde und Schuld und führe auch uns durch dieses Leben hin zur Auferstehung. Amen. Amen. Stimmen wir ein und preisen wir Gottes Größe. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, er, der mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. In der Lesung aus der Apostelgeschichte haben wir gehört, dass die Apostel gemeinsam das Brot gebrochen haben, gemeinsam gebetet haben und dass sie ihr ganzes Hab und Gut an die Menschen verteilt haben. Ihr beide sitzt ja schon richtig lange in der Pfarre und euer Erstkommunion ist auch schon eine Zeit lang her. Ihr habt ja viel Erfahrung in der Pfarre. Habt ihr eine Idee, was wir schon alles gemacht haben? Sternsinger-Aktion. Was haben wir da alles gemacht? Was haben wir da alles Gutes getan? Geld gespendet, nach Nairobi. Zeit geteilt. Zeit haben wir geteilt, Geld gespendet. Und die Kinder haben ja ganz viele Sachen gesammelt. Süßigkeiten gespendet. An welche Kinder haben wir das denn gespendet? Für die Jugendliche. Beim Kinderheim. Genau. Und vor einer kurzen Zeit haben wir auch für die Obdachlosen
Sachen gesammelt und dorthin gebracht zu den Menschen, zu den Obdachlosen. Wisst ihr noch, was wir da alles gesammelt haben in der Pfarrgemeinde? Rucksäcke, Getränke, Kleidung, Gewand, Schuhe. Genau. Und vor ein paar Jahren haben wir sogar eine Wohnung gebaut in der Pfarre. Könnt ihr euch noch erinnern, wer da als erstes eingezogen ist? Ja. Ja? Die Flüchtlinge. Ja, aus welchem Land sind die Flüchtlinge gekommen? Von Syrien. Ja, und die haben sogar zwei Kinder gehabt, zwei Jungs. Die waren in der Raupengruppe und in der Schmetterlingsgruppe. Genau. So, man sieht, als Christen können wir viel gemeinsam teilen und Jesus nachfolgen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet. Eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. So sende ich euch.
nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher raus und sieh meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob und Christus. Ja, liebe indische Mitbrüder, liebe Mitchristen, die Sie uns über Internet bei diesem Gottesdienst begleiten. Jetzt, wo sie uns abgeht, merken wir, wie wichtig für uns Menschen die Gemeinschaft ist. Ja, als Getaufte sind wir eine Gemeinschaft, die im Vertrauen auf Gott das gemeinsame Leben gestalten. In guten und in schlechten Zeiten, wie es bei der Hochzeit heißt. In der Apostelgeschichte haben wir gehört, was Kirche meint. Eine Gemeinschaft, die miteinander teilt, lebt, ermuntert, Freude an der Gemeinschaft entwickelt und im Gebet den Bezug zu Gott sucht. Bei meinen Reisen in die sogenannten Entwicklungsländer erlebte ich immer wieder die Gemeinschaft von Menschen, ihr Zusammenhalten in den Dörfern, in der Großfamilie, ja auch in den Pfarrgemeinden, die oft dabei helfen, auch das existenzielle Zusammenleben und Überleben abzusichern. Und immer wieder wurde mir dabei auch schmerzlich bewusst, was uns in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer kirchlichen Gemeinschaft vielfach abgeht. Das Miteinander, das trägt, ermuntert, gegenseitig hilft und Lebens- und Glaubensmut gibt. Eine Erfahrung, die viele auch in diesen
jetzt in Krisenzeiten wieder neu machen dürfen. Die Jünger hatten aus Furcht die Türen verschlossen. Ja, auch wir verschließen uns doch oft, jetzt in gezwungener Weise. Wir ziehen uns zurück in unsere Isolation, wir ziehen uns zurück in unsere Privatsphäre. Wir suchen oft den leichtesten, bequemsten, unverbindlichsten Weg unseres eigenen Vorteils und verschließen uns dem Miteinander, das da sein könnte. Wir distanzieren uns lieber, statt unseren Glauben zu bekennen und etwas dafür zu tun. Ja, fast wie Petrus, der leugnet, den Herrn zu kennen. Hinein in diese Situation aber kommt damals wie auch heute Jesus. Er sagt jeden Einzelnen von uns zu, empfange den Heiligen Geist. Ja, wer den Heiligen Geist annimmt und danach lebt, der muss seine Gewohnheiten etwas verändern lassen. Jesus auferstanden und in den Himmel aufgefahren, ist nicht mehr als Mensch unter uns, aber durch uns soll sein Geist erfahrbar bleiben. Wo wir im Sinne Jesu leben, verrücken wir die Werte von Egoismus hin zum Einsatz für die Mitmenschen. Ja, wer den Geist Gottes begriffen hat, scheint gemessen an den Werten unserer Zeit und unserer Gesellschaft oft verrückt. Verrückt hin zum Positiven, zum Nicht-Alltäglichen, zum Besonderen oder nennen wir es zum Göttlichen. Geist Gottes zu verstehen ist nicht etwas, das sich nur in Theorien, in Lehrsätzen oder im Hirn abspielt. Man muss sich darauf einlassen, wie in einer Liebesbeziehung. Da muss man seine Fähigkeiten erproben. Wir Mitchristen, jeder von uns muss seinen einzigartigen Weg suchen und finden. Und das geht nicht ohne Eigenverantwortung, ohne Fantasie, ohne Anstrengung. Wer seinen Beitrag am Christsein leisten möchte, muss mehr tun, als nur seine Pflicht erfüllen. Gottes Geist fängt erst dort an, wo Pflichterfüllung aufhört. Liebe Mitchristen, durch wen soll Gott lebendig sein in unserer Welt, wenn nicht durch uns? Ich weiß, darauf zu vertrauen, dass es sich auszahlt, als Christ zu leben, auf die Macht Gottes zu vertrauen, ist nicht leicht. Da geht es uns wie den Thomas im heutigen Evangelium, der an der Gegenwart Jesu zweifelt. Jesus selbst aber sagt, auch uns heute, Friede sei mit euch. Ja, vielleicht sollten wir die Worte Jesu an Thomas, den Zweifler, wie er genannt wird, gerichtet, etwas umformulieren. Nimm meine Hand, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Geh mit mir und vertraue darauf, dass du in deinem Leben das erreichst, was dich zu einem glücklichen, zufriedenen, geliebten, aber auch liebenden Menschen macht. Amen. In diesem Vertrauen, dass Gott das machen kann, dürfen wir auch unsere Bitten jetzt an Gott richten. Lieber Gott, schenke den Erstkommunionskindern und den Firmlingen, die sich gerade auf den Empfang ihres Sakraments vorbereiten, deren Feste aber bis auf Weiteres abgesagt werden mussten, Ausdauer beim Warten auf einen neuen Termin. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, lass uns älteren Menschen helfen und unsere pfarrliche Gemeinschaft zusammenhalten, auch wenn wir zurzeit nur auf Distanz leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, schenke jenen Menschen, die auf der Flucht sind oder im Elend leben müssen, Hoffnung auf eine sichere Heimat.
Wir bitten dich, Herr, höre uns. Lieber Gott, gib allen Politikern Ideen und die Weisheit, um ihr Land durch diese schwierige Zeit zu führen. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Lieber Gott, schenke allen Corona-Patienten Kraft und die Zuversicht auf Heilung. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Um all das bitten wir durch Christus, Jesus, unseren Herrn. Amen. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese österlichen Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude, darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Der am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen im Leiden unterwarf, da nahm er das Brot. Er sagte Dank, brach es, erreichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Er dankte wiederum, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis.
Wir feiern Tod und Auferstehung Jesu. Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Deshalb, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du auch uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen und bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke allen unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns einst das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass auch wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und auch in Ewigkeit. Amen. Beten wir für alle, die unser Gebet brauchen, mit jenen Worten, die Jesus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Gott, vor allem Bösen. Gib uns auch in diesen schwierigen Zeiten deinen Frieden und komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und vor Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Am Ostersonntag ist er in die Mitte seiner Jünger getreten und hat den Friedensgruß gesprochen. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede Gottes, er sei alle Zeit auch mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, Jesus ist das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So wünsche ich Ihnen, dass Sie in der Gegenwart Gottes die geistige Kommunion spüren mögen.
Ich danke meinen zwei indischen Mitbrüdern, die mit mir hier in St. Theresia in der Hausgemeinschaft leben, für diesen Gottesdienst, den wir miteinander und auch für Sie gefeiert haben. Möge uns die Gegenwart Gottes nicht nur in dieser Feier, sondern auch im Alltag erfahrbar bleiben und möge er uns nahe sein. Ich wünsche uns auch, dass die Sonntagsmesse bald wieder in jener Gemeinschaft stattfinden kann, die wir gewohnt sind und die uns so gut tut. Wir wollen Gott bitten, dass er uns auf den Weg hinein in die Zukunft auch begleiten möge. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im Heiligen Sakrament, in der geistlichen Kommunion, habe den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott im Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja.